Heute fange ich in einem kleinen Ort namens Kalchreuth. Die meisten bei uns in der Gegend verbinden den Namen, glaube ich, mit dem Kalchreuther Bäcker, der das ganze Nürnberger Land und auch zum Teil Nürnberg selbst beliefert. Auch wenn ich mich wieder wiederhole, ich bin immer wieder begeistert von den schönen evangelischen Kirchen, die hierzulande stehen, die durch die nachkonziliare Reform, wie es bei uns der Fall war, nicht zerstört wurden. Und da ist auch schon der Bäcker. Und ich hole mir auf die Schnelle noch eine Käsebreze zur Stärkung, bevor ich richtig loslaufe. Na, das sieht ja ziemlich lustig aus. Aber immerhin gibt es Schatten. Hier der Beweis, dass ich mich tatsächlich nicht verlaufen habe. So, da rate ich auf jeden Fall jedem, der um diese Jahreszeit dieses Stück versuchen will, sich zumindest mit gutem Zeckenmittel einzusprühen. Jetzt sind wir aber wieder im freien Gelände, was natürlich den Nachteil hat, dass es direkt in der Sonne ist. Keine Ahnung, was das ist, sieht aber cool aus, obwohl es, glaube ich, schon verblüht ist. Danke für die guten Wünsche. Ich werde aber laufen, nicht fahren. Na gut, also links. Die Karte hat sowas wie Kalchreuther Forst versprochen und anscheinend gibt es ihn tatsächlich. Die Hoffnung auf Schatten steigt. Naja, langsam habe ich den Verdacht, dass ich den versprochenen Wald hier am Rande umranden werde.
Oh, rechts halten klingt jetzt aber genau richtig. Der Bäcker war eigentlich das richtige Stichwort und Einleitung für das, was ich euch heute nebenbei so erzählen wollte. Gestern war ja von Leichnam. Es war einer der wenigen von Leichnam-Tage, wo ich durch äußere Umstände diesmal nicht mal geschafft habe zur Prozession. War erst am Abend in einer stillen Messe. Dazu komme ich aber später. Wenn wir schon beim Stichwort von Leichnam und Bäcker sind, dann mache ich gleich mal eine kleine Klarstellung. Das neueste Gesetz verlangt ja einen verschärften Kampf gegen Fake News. Das, was gestern auf der Facebook-Seite von CDF heute als Erklärung zum von Leichnam zu lesen war, gehört eigentlich zu der Kategorie Fake News. Im Gegenteil dazu, was nämlich dort steht, hat von Leichnam überhaupt nichts mit geweihtem Brot zu tun. In der katholischen Kirche wird Brot geweiht eigentlich am Gedächtnistag der heiligen Agatha. Womit von Leichnam zu tun hat, was in jeder heiligen Messe geschieht, ist das Leib Christi. Nach der Wandlung gibt es kein Brot mehr. Es gibt nur die äußere Erscheinungsform. In philosophischen Begriffen die Akzidenzien des Brotes. Die Wandlung ist aber eine Wesensverwandlung. Deswegen ist die Behauptung, am von Leichnam verehren die Katholiken das geweihte Brot, vollkommen daneben. Da hätte man genauso gut eigentlich gar nichts erklären brauchen. Das war aber nur kleine theologische Erklärung ganz am Rande, auch wenn sie wichtig ist. Aber wer das vertiefen möchte, dem kann ich eine Folge verlinken, wo ich das letztes Jahr genauer erklärt habe. Wow, hier gefällt es mir echt. Das ist sowas von cool. Hier wollte ich euch eigentlich viel mehr erzählen, was ich gestern alles erlebt habe. Wie gesagt, wir waren erst am Abend in der Messe. Mein Mann ist jetzt nicht der große Fan von der alten Messe, so wie ich. Aber ab und zu kommt er mal mit. Und gestern war es eben so ein Tag, dass wir in Nürnberg noch am Abend eine alte Messe beiwohnen durften. Das war eine Kapelle, wo wir eigentlich zum ersten Mal zur alten Messe waren. Nach der Messe habe ich mir vom Schriftenstand noch ein paar Schriften genommen. Und dann sind wir einfach noch ein Stückle gefahren. Wir wollten eigentlich noch am Abend eine ganz kleine Runde auf dem Jakobsweg südlich von Nürnberg laufen. Parken, steigen aus dem Auto aus. Und in dem Moment schaut sich mein Mann um, fragt sich, wo denn sein Volksmissale abgeblieben ist. Allem Anschein nach hat es tatsächlich in der Kapelle liegen gelassen. Gut, nach ein paar Telefonatsversuchen haben wir tatsächlich den Pater erreicht, der die Messe zelebriert hat. Also fahren wir zurück zur Kapelle. Und das Missale liegt tatsächlich an dem Schriftenstand. Als mein Mann sein Geldbeutel rausgenommen hat, um die Spende zu tätigen, hat er das Missale abgelegt und es dort halt liegen gelassen. Eigentlich müsste das Zeckenmittel doch auch gegen Mücken wirken, oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben heute die Mücken hier besondere Vorliebe für meine Finger, gerade die, die die Kamera halten. Hey, da bin ich, beziehungsweise mein Schatten. Aus dem Holen des vergessenen Missale hat sich ein längeres Gespräch noch mit dem Pater entwickelt. Unser Laufen auf dem Jakobsweg
hat sich somit im Sand verlaufen gestern, dafür laufe ich heute. Und das Beste war, was der Pater uns zum Schluss gesagt hat, schon praktisch in der Tür, als wir uns verabschiedet haben, sagte er, ja, er hat uns in der Messe gesehen und hat sich gedacht, na, die Leute möchte ich mal kennenlernen. Keine Ahnung wieso, aber auf jeden Fall war das sein Gedanke. Dann nach der Messe hat er uns aber doch nicht angesprochen, hat sich gedacht, naja, wenn ich sie tatsächlich kennenlernen soll, wird das der liebe Herrgott schon so einrichten. Und wenige Minuten später vergisst mein Mann sein Volksmissal an dem Schriftenstand, was zu dem entsprechenden Gespräch halbe Stunde später führt. Denkt euch, was ihr wollt. Ich erlebe aber solche kleine Wunder schon mein Leben lang. Und wie das jemand mal schön pointiert hat, Zufall ist Gottes zweiter Vorname. Für gläubige Christen gibt es eigentlich keine Zufälle. Es gibt bloß göttliche Fügung. Man muss bloß die Augen offen halten, um die Winks von ihm zu erkennen. Es sind nämlich nicht immer Winks mit dem Zaunfall, aber manchmal kommt auch das vor. So, ich nutze jetzt den entspannten Abschnitt für mein Rosenkranzgebet. Ich werde euch aber ab und zu einfach ein paar Einblicke einblenden, wenn ich was Schönes sehe. Den Geräuschen nachzuurteilen, dürfte der Flughafen nicht mehr weit sein. Ich meine nur noch wenige Kilometer entfernt. Jetzt umkehren. Ja gut, umkehren muss der Christ sowieso immer wieder, aber kann es sein, dass ich mich gerade verlaufen habe? Noch wichtiger ist natürlich im geistigen Leben jemanden in der Nähe zu haben, der einem sozusagen die App macht. Jetzt umkehren. So, wieder ein Wässerchen. Ich hoffe, mit dem bei nächster Möglichkeit rechts ist jetzt nicht dieser schmale Pfad rechts gemeint. Oder doch? Naja, womit wir wieder bei biblischer Symbolik wären. Breit und bequem, sagt Jesus, ist der Weg, der ins Verderben führt und viele gehen ihn. Schmal und beschwerlich ist der Pfad zum ewigen Leben und nur wenige finden ihn. Es wird wohl wieder ein Buschmesserlauf werden. Wie gesagt, der schmale Pfad ist der richtige. Und jetzt gibt es noch Gegenverkehr. Naja, Gegenverkehr gibt es gewissermaßen auch im geistigen Weg. Ich meine, auf dem schmalen Pfad zum ewigen Leben gibt es ja auch jene, die ihr Ziel schon erreicht haben und uns immer wieder noch zu Hilfe kommen vom Himmel runter.
nachdem ich mich durch den zugewachsenen Pfad durchgekämpft habe, kommt das nächste hinten, ist Vollsperrung auf dem Wanderweg. Da muss ich wohl auf die Straße ausweichen. Also die Anzahl von Mücken und Fliegen heute fühlt sich echt nach ägyptischen Plagen an. Zurück auf dem Jakobsweg kreuze ich mal die A3. In Buchenbühl ist auf jeden Fall was los. Sieht aber eher nach Probe als nach einem Pfarrfest. Na schade. So, jetzt geht es ein Stück entlang der Gräfenbergbahn. So, ein Schluck Wasser und ein Kräuterzucker für die letzten 2 Kilometer. Wer hat es erfunden? Bei nächster Möglichkeit rechts halten. Ja, das ist sehr beruhigend, dass ich nicht auf den Gleisen laufen soll. Ja, das ist schon mal der Flughafen Nürnberg. Also es dürfte nur noch ein Stück sein bis zu der Stelle, wo ich neulich angefangen habe. Ja, übrigens, ich bin tatsächlich in einem Rock unterwegs. Als Pilger sozusagen darf man ruhig sich ein bisschen von den Touristen, die mehr oder weniger in Badeanzügen in der Welt unterwegs sind, unterscheiden. Nein, das tue ich mir heute nicht noch einmal an. Ich gehe zurück zur Straße und laufe wieder die Straße entlang. Okay, zu der Anmerkung meiner Navi, dass man einen Blick auf die Karte werfen soll, nachdem man die ursprüngliche Tour verlassen hat, könnte man jetzt wieder theologische Deutung machen, aber langsam bin ich dafür zu müde heute. Genau, jetzt bin ich genau an der Stelle, wo ich das erste Mal gestartet bin. Jetzt schauen wir mal. Du bist an deinem Ziel angekommen. Bis bald.